Hallo, herzlich willkommen bei Für Reifen und ein Klo. Ich bekomme mittlerweile ganz, ganz viele Anfragen wegen dem Maxi Omnia, wie es mit den Zutaten ist, wie verändert sich die Garzeit und ähnliches. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute wieder ein Rezept im Maxi Omnia, und zwar ein sehr beliebtes Rezept, das den Hähnchen-Bacon-Wickel. Das ist auch alles super einfach und das kriegt ihr mit Sicherheit hin. Ich habe heute vorhin leider vergessen, euch die Zutaten mitzuteilen. Die verlinke ich euch in dem Beitrag und dann könnt ihr sehen, welche Zutatenmenge ihr genau braucht. Für die Creme Fraiche Soße mischt ihr erstmal beide Creme Fraiche Sorten. Da mischt ihr dann noch den Tomatenmark drunter und gleich noch die Speisestärke. Würzt das Ganze mit Pfeffer und Salz. Alles ganz kräftig verrühren. So, und falls ihr euch gerade mal im Hintergrund fragt, warum manchmal so ein Klick-Klick vielleicht durchkommt durch den Ton, wir haben nämlich heute Besuch. Wir haben die Jessie da. Jessie, komm nochmal zu uns. Die Jessie ist nämlich Fotografin und die begleitet mich heute mal einen Tag. Und da kann sein, dass sie gleich auch mal durchs Bild huscht oder ihr noch so ein Klick-Klick hört. Jessie, was machst du? Genau. Ja, ich begleite euch heute ein bisschen beim Videodreh und dich. Ja. Und sonst kann man dich wo sehen? Kann man dich buchen? Kann man was machen mit dir? Ja, generell bin ich für Produkt- und Eventfotografie zu haben. Und ja, das seht ihr ja nachher unten an dem Link. Ja. Könnt ihr mal gucken, was ich so mache. Wo finden wir dich? Auf Instagram? Bei @jessieberendes. Ja, gut. Okay. Verlinken wir euch. Guckt mal rein, da sind nämlich echt richtig schöne Fotos bei. Und ich freue mich auf den Tag mit dir. Danke. Danke. So, jetzt füllen wir das Ganze schon mal in die Omnia-Form rein. In dem Fall natürlich in die Maxi-Form. So, beim Maxi Omnia muss man ein bisschen anders denken. Da halt nicht so kleine Scheiben schneiden, sondern wir müssen da ein bisschen in die Höhe gehen. Der ist ja nun mal etwas höher, hat ja 3 Liter Fassungsvermögen. Von daher, damit wir auch genug reinbekommen und ihr euren 17-jährigen Burschen satt kriegt oder ich meine nimmersatte Raupe, schneide ich die ein bisschen anders und wickel nachher auch ein paar Hähnchen zusammen. So, ihr könnt jetzt also sehen, dass dieses Teil hier ein bisschen größer ist und das kleiner, und da packe ich halt gleich noch andere Hähnchenbrüste mit zusammen, damit wir halt in die Höhe arbeiten können. So, jetzt würzen wir das Ganze kurz mal mit etwas Pfeffer. Salz brauchen wir ja nicht, weil die Bacon ja schon genug Salz intus haben.
Das Rezept empfehle ich übrigens auch immer vielen Anfängern. Für den kleinen Omnia ist das auch bereits auf YouTube und auf meinem Blog hinterlegt. Da könnt ihr mal gerne reingucken. Das ist ein super, super Anfängerrezept. Viele haben ja immer das Problem, es darf nicht umfangreich sein und wie ist das mit der Hitze und es muss halt schmecken. Dieses Rezept, sage ich immer, ist Suchtgefahr. Also ich warne jetzt extra vor dem Rezept, wenn ihr das macht, ja, es ist eine Suchtgefahr. Jetzt kriegen wir den kleinen Mantel. Einfach quer durch und ab damit in die Omnia-Form. Ihr braucht euch auch nicht wundern, dass die Soße jetzt gerade mal ziemlich cremig ist und fest. Das wird sich gleich ein bisschen relativieren, wenn die Hähnchen-Bacon-Wickel alles abgegeben haben. Jetzt habe ich hier so kleine Stückchen, wo habe ich ja gerade gesagt, ich lege da einfach welche zusammen, mache den Hähnchenstücken gar nichts, aber ihr habt mehr Platz in der Form und kriegt halt mehr rein. So, die Stücke einfach nur auf die Soße legen. Das vermischt sich nachher gleich ganz von alleine, sodass ihr da auch einen schönen Bacon-Geschmack an eure Creme Fraiche-Soße bekommt. Ihr könnt das Ganze auch einfach mal mit Schwarzwälder Schinken ausprobieren. Ist auch super lecker, wenn jemand sagt, Bacon ist mir eigentlich viel zu fettig. Nehmt einfach Schwarzwälder Schinken. Das ist immer eine schöne Alternative. Der ist natürlich auch sehr gesalzen, das heißt, es tut den Geschmack auch keinen Abbruch. Der Bacon selber, der wird gleich auch gar nicht so fettig sein, wie ihr es vielleicht vermuten würdet. Wenn das Ganze noch mit Mozzarella überbacken wird, wird das gleich richtig, 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 richtig cremig. Hab ich schon gesagt, dass das eine Suchtgefahr ist? Nein. 1800 Gramm Hähnchenfleisch. Wenn ihr damit eure Familie nicht satt bekommt, ich glaube, dann müsst ihr irgendwas anderes finden. Grill oder so oder Familie verkleinern, ich habe keine Ahnung. Der ist ja mal voll. Der ist ja mal mega voll. Wir werden jetzt noch den Mozzarella ein bisschen zerkleinern, einfach in Scheiben schneiden, drüber legen und dann wird er damit überbacken und dann sind wir fast fertig. Wer es auch herzhafter mag, der kann natürlich auch jeden anderen Käse nehmen. Oder ihr mischt einfach. Ihr macht den Mozzarella drauf und macht noch ein bisschen Parmesan drüber streuen. Parmesan ist ein sehr schöner, herzhafter Käse, der auch immer mit allem Möglichen harmoniert und so ein richtigen kleines geschmackliches Highlight nochmal verleiht. So, jetzt kriegt der Hähnchen-Bacon-Wickel nochmal eben eine kleine Mütze. Reicht sogar schon. Ja, das reicht. Ihr müsst gucken, halt wie... Das Ding ist wirklich ganz schön voll. Aber der geht gleich noch runter. Der geht gleich noch runter. Ich bin also eine Masse nur nicht gewohnt. Okay, ich habe auch keine 17-jährigen Burschis zu Hause. Aber ich hoffe, das Leben der Mamis ändert sich jetzt, die wirklich 2, 3, 4 verfressene Leute zu Hause hat. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Müssen wir das Ganze einfach nur auf den Gasherd stellen. Jetzt gucke ich erstmal, was das Teil wiegt. Ihr könnt. Ey. Das ist der Hammer. <lacht> 3,7 Kilo. Der Omnia wiegt 750 Gramm. Also 3 Kilo reine Futtermasse. Okay. So, ich mache das jetzt erstmal 5 Minuten auf voller Flamme und danach denke ich so etwa 55 Minuten, 60 Minuten auf halber Flamme. Wenn ihr nachher die halbe Flamme einstellt, bitte benutzt eure Augen und guckt, weil es liegt auch immer daran, wie voll eure Gasflasche ist, was für ein Gas ihr benutzt und auch ob ihr im Fahrzeug seid oder mit einem Gaskartuschenkocher. Die Flamme verändert sich, die ist nie gleich. Bitte niemals den Regler einfach nur auf halb stellen und garantieren, ja, ich habe die halbe Flamme. Nein, ihr müsst eure Augen benutzen und schauen. So.
So, dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Ich hatte das jetzt 5 Minuten auf voller Flamme und 55 Minuten auf halber Flamme. Oh, wenn ich das riechen könnte. Oh, meine nimmersatte Raupe kommt noch gar nicht. Ich glaube, der müsste das riechen. So, jetzt werden wir erstmal Essen verteilen. Essen ist fertig. Ich habe so einen Hunger. Du kriegst jetzt. Also hier ist genug drin. Ah. Ja, dann komme ich schneller an mein Futter. Also ich sag's nochmal, das ist ein Rezept mit Suchtgefahr. Aber super lecker. Und einen Gast haben wir auch. Die wusste, dass es das heute gibt. Ich habe mich selber. Die Joanna. Das älteste Schlüpfküken, was wir haben. Ich nehme noch ein Baguette. Also wir machen eigentlich meistens nur ein bisschen Baguette dabei oder ein Brötchen dabei, so wenn wir unterwegs sind. Es passen auch super Nudeln oder Reis. Aber wir essen eigentlich viel Baguette dabei. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.